Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tag-Video. Hierzu hat ja die wundervolle Miss Gladys aka Oranges Wesen aufgerufen, indem sie gesagt hat, jeder, der ihr Video gesehen haben sollte, könnte dazu ja auch eine Videoantwort posten und dort genau die gleichen Fragen beantworten. Im Hintergrund lasse ich noch einen Gameplay laufen, Team Deathmatch von 64 Mann auf der Map Noscha-Kanäle. Davon braucht ihr euch nicht stören lassen. Könnt auch gerne flamen, dass es so schlecht ist, aber mir egal. Ja, kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage ist, wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ja, ich habe graue Haare, trotzdem bin ich erst 16 Jahre alt. Und angefangen mit dem Zocken habe ich vor 4 bis 5 Jahren, mit 11 bis 12 Jahren. Das kann man so sagen, ja. Genau, die zweite Frage, sind wir schnell dabei. Was ist deine Einstiegskonsole gewesen? Na, meine Einstiegskonsole war die Wii. Ist bis jetzt auch meine einzige Konsole. Aber ne, wenn die Einstiegskonsole so mies war, dann braucht man sich da jetzt auch nicht so drüber wundern. Dann die Frage lautet, die nächste Frage lautet, welche Games hast du in deiner Kindheit gezockt? Also mit 11 bis 12 Jahren habe ich nicht, wie die Kinder heute, Modern Warfare 3 gezockt oder so. Ich habe tatsächlich RTL Biathlon gezockt und Anno 1602, glaube ich, hieß das. Ja, das habe ich ziemlich gesuchtet immer, den ganzen Tag. Die ganze Zeit, wenn ich konnte, habe ich das gespielt. Auf meinem Notebook. Das Notebook war so schlecht, ich hatte Ruckler bei RTL Biathlon 2008 und ihr könnt euch ja gerne auf YouTube mal irgendein Gameplay zu dem Spiel anschauen, das ist dann schon traurig fast, ne? Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Dann die vierte Frage, welches Game spielst du momentan am häufigsten? Ja, das Game, von dem man hier auch das Commentary sieht, Battlefield 3, spiele ich eigentlich momentan am häufigsten, fast die ganze Zeit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich momentan nicht so viele Games habe, die ich noch am Rechten habe, zu denen ich mich gerade aufraffen könnte. Viele andere Games muss man sich erst reinfinden. Also Battlefield kann man einfach starten, ne? Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Dann, ja, fünfte Frage, weil zur vierten fällt mir nichts mehr ein sonst. Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Meine Top 3 Spiele aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich die gespielt haben muss. Ich glaube schon, deswegen sage ich jetzt einfach mal Far Cry 3, Assassin's Creed 2 und ja, Battlefield 3. Eben weil ich es auch so viel zocke und mich immer wieder aufraffen kann, das zu spielen. Obwohl Anno 1604 auch gut ist, aber nee, doch Battlefield 3 ist schon besser. Dann kommt die nächste Frage. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Definitiv von Far Cry. Aber ich glaube, das würde ich mir nicht mal wünschen. Die kommt sowieso. Ich hoffe, dass die sowieso kommt. Ich meine, Ubisoft muss ja auch irgendwo sein Geld herkriegen, ne? Und das Entwicklerstudio von Far Cry ebenfalls. Ja, Septens. Hobbys und Leidenschaften neben Gaming. Ja, fällt mir gerade nicht so viel ein. Ich glaube, Hobbys und Leidenschaften im Gaming, das wäre einerseits jetzt Radfahren, andererseits Langlaufen. Ja, das habe ich früher mal ziemlich häufig gemacht, fünfmal in der Woche. Aber heutzutage komme ich auch nicht mehr so viel dazu, ne? Aber das ist schon ganz toll eigentlich. Das mache ich hauptsächlich, wenn ich nicht gerne am Rechner zocke. Oder schlafen. Schlafen ist auch wunderbar. Schlafen kann ich sogar fast am besten von allen. Ja, die achte Frage. Welche Konsolen besitzt du? Ja, wie gesagt, nur die Wii. Ich glaube kaum, dass das in nächster Zeit sich ändern wird, dass ich da mehr Konsolen besitzen werde. Vielleicht hole ich mir eine PlayStation 4, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob sich das lohnt. Stellt sich ja dann heraus, ne? Dann nenne deine Top 3 Games. Das habe ich ja oben schon mal beantwortet. Halt Far Cry 3, Assassin's Creed 2 und Battlefield 3. Ne. Genau. Das wären meine Top 3 Games.
Und zur abschließenden Frage, finde abschließende Worte zum Thema Gaming und tagge 1 bis 3 andere Gamer. Nun, abschließende Worte zum Thema Gaming. Gaming ist die schönste Nebensächlichkeit der Welt. Allerdings wird sie teilweise sehr stark unterschätzt von Medien und Politikern. So kann man es ungefähr sagen, ne? Und Gaming ist wirklich ein wunderbares Hobby, das ich mir jedem empfehlen kann, der sonst nichts zu tun hätte. Es ist auf jeden Fall besser als vieles anderes, ne? Und mal gucken, wen tagge ich denn jetzt? Ich tagge einfach den Renato 30. Der liebe Dominik wird zwar bestimmt nichts dazu machen jetzt, aber sollte er was machen, findet ihr das bestimmt auf unserem Kanal. Allerdings würde ich da jetzt mich nicht drauf verlassen. Würde ich sagen, auf Wiederschauen, Servus, pfiat euch gut, das war's.